Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung meines Projektes im Labor der Informatik. Die Idee, ein ferngesteuertes Auto zu bauen, hatte ich schon länger. Daher warf ich mal einen Blick auf meinen Speicher. Ein geeignetes Auto konnte ich leider nicht finden, dafür aber einen iTech-Metallbaukasten aus meiner Kindheit. Daraus würden sich zwar drei Automodelle bauen lassen, welche über einen Schwungradantrieb geradeaus fahren könnten, doch lenken bzw. steuern wäre so noch nicht möglich. Um dies zu ändern, stieß ich auf der Suche nach der geeigneten Hardware auf folgende Teile: einem ESP32 Mikrocontroller, einem L298N Motortreiber, zwei Elektromotoren, einer LED sowie einer Powerbank und einer 9-Volt Batterie. Diese Komponenten werden folgendermaßen verkabelt. Der Motortreiber wird über 6 Kabelverbindungen mit den Pins des ESP32 verbunden. Davon sind jeweils 3 für einen Elektromotor verantwortlich. Der Enable-Pin aktiviert den jeweiligen Motor, die 2 Eingänge steuern entsprechend die Drehrichtung. Die Elektromotoren selbst werden an die rechte und linke Seite des Motortreibers angeschlossen. Versorgt wird der Treiber mit einer 9-Volt-Batterie. Die Powerbank versorgt den ESP32 über den Micro-USB-Port mit genügend Strom. Jetzt zum Programmcode, welcher mit Arduino geschrieben wurde. Im Kopf wird nach der Kurzübersicht die Blink-Bluetooth-Bibliothek der Version 1.0.6 eingebunden. Darauf folgen einige Definitionen sowie die Authentifizierung für die Blink-App. Hier werden die Pins des Mikrocontrollers dem Motortreiber und der LED zugewiesen. Anschließend werden noch die 3 Variablen Button, Gas links und Gas rechts, welche für die späteren Funktionen relevant sind, definiert. Jetzt können wir uns das Void-Setup anschauen. Nachdem ich meinem Projekt für die Blink-App einen Namen zugewiesen habe, beginnt die serielle Kommunikation und Blink wird gestartet. Als nächstes müssen in meinem Fall die einzelnen Pins als Output deklariert werden. Es folgt die erste Blink-Funktion, welche lediglich die Steuerung ein- bzw. ausschaltet und dabei ein visuelles Signal ausgibt. Das Signal wird der LED dabei von einer Vorschleife vorgegeben. Ich habe mich für ein dreimaliges Aufblinken und anschließend anbleibendes Leuchtsignal der LED entschieden. Die LED blinkt dreimal mit dem Delay von 200 und bleibt an. Andernfalls blinkt sie dreimal und geht aus. In der zweiten Blinkfunktion wird die Steuerung über das linke Rad beschrieben. Zunächst muss wieder der Button betätigt worden sein. Ist dies der Fall, so können über die Blink-App die Werte 0, 1 und 2 für die Variable Gas links übermittelt werden. Die 0 steht dabei für das Rückwärtsfahren, die 1 für das Stehenbleiben und die 2 demzufolge für das Vorwärtsfahren. Die If-Schleifen prüfen, welcher Fall eintritt, aktivieren den entsprechenden Motor und das Rad beginnt sich zu drehen. Die dritte und letzte Blinkfunktion hat die gleiche Aufgabe wie die zweite Funktion, allerdings für das rechte Rad. Auch hier sehen wir wieder die If-Schleife, welche darüber entscheiden soll, ob der Button zum Einschalten betätigt wurde oder nicht. Anschließend werden wieder über die übermittelten Werte die Motoren angesteuert. In der Void-Loop-Funktion passiert so betrachtet gar nicht so viel, doch hier werden die Blink-Funktionen immer wieder aufgerufen. So viel zu dem Programm, doch wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Nachdem die Blink-App gestartet wurde, wird über den Bluetooth-Button eine Verbindung aufgebaut. Die App sollte uns nach wenigen Sekunden mitteilen, dass diese hergestellt wurde. Jetzt können wir auch schon den Power-Button betätigen. Das Blinken am Treeboard signalisiert die Aktivierung der Steuerung und der Fahrspaß kann losgehen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund und haut rein.